Mit einem Stammtisch fing alles an. Seitdem sind die Wohnmobilisten aus Löhne und Umgebung unzertrennlich. Heute Nachmittag sind sie von ihrem Stellplatz in Löhne aus gemeinsam zur Sommerfahrt aufgebrochen. 10 um 10 Reporterin Stefanie Frenzel hat sie vorher besucht und hätte dabei beinahe noch verschlafen. Als Wohnmobilist ist das ja überhaupt kein Problem, wenn man mal ein bisschen verschlafen hat. Ich bin ja schon gestern Abend angereist, also stehe ich traufrisch hier um 10 Uhr morgens. Wir sind heute bei den WOMOs, den Wohnmobilisten aus Löhne, und die sind schon mächtig in Aktion. Wenn der harte Kern der WOMOs unterwegs ist, dann machen sie sich's gern schön. So haben wir das heute auch gemacht. Einmal im Monat treffen sie sich zum Stammtisch und dann besprechen sie, wohin sie denn mal so fahren könnten. Ihr Hotelzimmer haben sie ja immer dabei, erzählt Reinhard Fischer. Was ist es denn eigentlich beim Wohnmobil? Haben, fahren, machen, ist es die große Freiheit? Was ist die große Freiheit. Sie steigen ein und sie haben ja sofort Urlaub in dem Moment. Wohnmobilisten lieben ihre Autos, sind auch nicht so ganz billig. Zwischen 50 und 200.000 Euro blättert der WOMO für sein Schätzchen hin. Natürlich wollten wir uns das auch von innen angucken. Eine Villa unter den Wohnmobilen bewohnt das Ehepaar Quest. So einen schönen Gasherd wünscht sich so mancher sogar zu Hause. Ja, und dann gibt es hier einen richtig schönen Kühlschrank, der auch prallevoll ist. Ja, also alles Mögliche hier, so drin. Olivenöl, ne? Ganz schick. Oben drüber haben wir nochmal das Gefrierfach. Ja, mach ich auch mal auf, wenn ich gerne, darf. Gerne, in jedem Fall. Bin ja neugierig. Ja, ne? Ruhig. Eis zum Beispiel. Ja, genau. Lecker. Und darüber befindet sich dann nochmal der... der Herd, ne? Quatsch, der Ofen, ne? Ja, genau. Sie müssen einfach hochziehen. Ja, weil wir uns ja im Auto befinden, super, muss alles gesichert sein. Genau. Und dann denkt man ja immer, wo gehen die eigentlich auf Toilette? Und was, wie duschen die sich eigentlich? Duschen die eigentlich überhaupt? Ja. Und da gibt es dieses... wirklich sensationelles, das kann man schon nicht mehr Nasszelle nennen, das ist ja ein richtiges Badezimmer, ne? Ja, das kann man hier vorne zumachen, mhm, dann können wir uns da auch nochmal schließen. Mhm. Hier haben wir eine ausgewachsene Dusche. Ja, kann man so sagen. Wir haben 350 Liter Frischwasser und 350 Liter Abwasser an Bord. Wir haben dann eine Toilette. Genau, richtig so, wie man das auch zu Hause, genau, hat. Hier haben wir ein schönes Waschbecken. Schönes Waschbecken. Und wenn man dann fertig ist, also wenn man dann schön, ne, bettbereit ist, dann gibt es auch noch das hier. Hier wird nämlich geschlafen und... Hammer, kann man sogar bei Fernsehen. Genau. Reinhard Fischers Wohnmobil ist schon 16 Jahre alt und etwas bescheidener. Aber für ihn bedeutet es Urlaub und Entspannung schon beim Einsteigen. Die Hemden hängen übrigens immer fertig gebügelt im Schrank. Das Badezimmer ist klein, aber funktionell. Die Dekoration hat seine Frau und Reisegefährtin gemacht. Weil sie vor 1,5 Jahren gestorben ist, fährt der Rentner jetzt oft allein. Und sagen wir, die Löhner Wohnmobilisten, was ist das für Sie, für eine Gemeinschaft? Das ist eine Gemeinschaft, wo man sich mit trifft und wo man dann zusammensitzt. Man tauscht Erfahrungen aus und so weiter. Und vor allen Dingen, weil ich jetzt im Moment ganz alleine bin, ist das so ein bisschen Halt auch. Ne? Mhm, bisschen Familie. Bisschen, ne? Familie. Mhm. Ne? Damit Wilfried Flottmann auch nicht irgendwo rückwärts dran fährt, hat er selbst eine Kamera eingebaut. Und auf seinem Monitor vorn hat er hinten alles im Blick. Wohnmobilisten basteln grundsätzlich immer. Es gibt, okay, also nicht, dass sie gar nichts machen, denn perfektes Wohnmobil gibt es nicht. Mhm. Es ist also jeder, lässt sich was einfallen, um Sachen noch zu verbessern. Sowas dachte sich auch Michael Sachsmeier. Der hat sogar selbst eine Solaranlage auf das Wohnmobil gebaut. Seine Frau Rosi hat übrigens den Stammtisch der WOMOs gegründet. Was sind Sie für eine Truppe? Gemischt, ganz gemischt. Mhm. Also alle Altersgruppen nicht, aber alle Berufe. Es ist wie im wirklichen Leben. In unserem Stammtisch sind alle vertreten. Und was Sie verbindet, ist die große Freiheit. Ist die große Freiheit, fahren mit dem Wohnmobil. Zum Schluss noch eine Wurst für die netten Wohnmobilisten. Die 10 um 10 DVD bekommt Hans Ruschmeier, stellvertretend für alle Reiselustigen. Ja, sieht doch richtig gemütlich aus. Falls Sie gedanklich